Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute sehr, eine Schauspielerin, die so viele Hits schon hatte und aktuell sehen wir sie bei Praxis mit Mehrblick. Dort gibt es 4 neue Folgen und eine davon ist bereits die 20. Folge, der 20. Film. Unglaublich. Und sie spielt Nora Kaminski und im echten Leben heißt sie Tanja Wethorn. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, hallo. Mir geht's hervorragend. Ich bin in Berlin und zwar gerade im Produktionsbüro von meiner Firma, von Realfilm, die Praxis mit Mehrblick produzieren. Und wir sind mitten in der Vorbereitung für die nächsten beiden Folgen. Und ich habe Maskenprobe und Kostümprobe gerade. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Meine Güte, was ist Praxis mit Mehrblick für eine Erfolgsgeschichte? Ihr sammelt ja regelmäßig so viel zusehende Augen ein, was sich in den Quoten und auch in den Mediatheken, in der Mediathek natürlich niederschlägt. Ist das für dich eigentlich wichtig? Oder eher das, was mit Nora passiert? Ich glaube, letzten Endes ja beides. Also wenn wir den Zuspruch nicht hätten, wären wir jetzt nicht bei Folge 20, sicherlich nicht. Dann wären wir abgesetzt. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man weniger auf die Quoten guckt. Ich gucke viel lieber nur auf Nora Kaminski, also wenn es nach mir geht. Und Nora Kaminski ist ja die Ärztin ohne Doktortitel. Ist das kein Ziel von ihr gewesen, das irgendwie mal nachzuholen? Oder habe ich es verpasst und sie ist schon längst Doktorin? Nee, die Nora war ja alleinerziehend. Die hat Medizin studiert, dann ist sie sitzen gelassen worden von Per Kaminski und hatte den kleinen Kai mit, der war dann 2, und hat dann den Doktortitel nicht mehr geschafft, aber ist vom Leben gestählt und glückliche Mutter und Ärztin. Und ich glaube, die hat nicht das Gefühl, das muss sie nachholen. Ich glaube, die sagt das mit einem gewissen Stolz, nee, Doktor können sie weglassen, nur Kaminski. Ich gucke dir da auch so gern bei der Arbeit zu, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es Tanja, die spielt, sondern das ist Nora, die jetzt was erlebt. Und Nora erlebt in den 4 Filmen, die auf uns zukommen, wirklich alles. Große Themen werden besprochen. Wechseljahre, Fachkräftemangel, Influencer, eben auch alleinerziehende Mütter. Und es gibt ein so großes Thema, das kann ich euch nicht vorwegnehmen, das müsst ihr selber sehen. Aber alle Emotionen werden bedient. Was hast du denn damals gedacht, als diese 4 Bücher vor dir lagen? Also liest du das mit Freude oder ist da noch großer Spannungsdruck dabei oder gar nichts? Fühlst du gar nichts mehr, wenn du es liest? Das wäre dramatisch, wenn ich nichts mehr spüren würde. Nee, immer riesige Vorfreude. Und ich habe wirklich das große Glück, dass wir hier bei dieser Firma und bei dieser Produktion gibt es so ein großes Vertrauen, dass ich sehr früh mit eingebunden werde in die Grundideen für die neuen Bücher und später auch noch in den Dialogen ein bisschen gucken kann, sodass ich das Gefühl habe, jetzt ist es wirklich Nora. Also ich darf bis zum letzten Moment noch so ein bisschen was dazu tun. Und wir stehen, glaube ich, jedes Mal vor der Aufgabe, einen Medical zu finden, der abgeschlossen wird bei einem 90er und dann eine lineare Geschichte, die jetzt eben für 4 Filme trägt. Und die dann eben vor allem Nora betrifft. Und ja, ich glaube, da ist uns jetzt für diese 4 Folgen ein bisschen was eingefallen. Wilde Geschichte. Absolut. Und ich möchte kurz mit dir über meine Lieblingsszene sprechen. Ich kann die Umstände nicht erklären. Es hängt alles miteinander zusammen. Aber deine Figur, Nora, ist im Fahrstuhl. Und ein guter Bekannter kommt ihr entgegen. Und sie ist in einem schwierigen Moment. Dann fällt einer der besten Sätze, die ich seit langem gehört habe. Es ist so einfach. Dieser Satz ist so einfach. Er lautet, das Leben ist eine Katastrophe. Und ihr beide steht dort in diesem Fahrstuhl und ihr spielt so gut. Ihr gebt euch aber auch gegenseitig so viel. Man merkt das richtig, wie sich das so hoch bewegt. Und das war so eine schöne Szene. Kannst du dich an die noch erinnern, als ihr die gedreht habt? Wie war das? Ach, das ist aber schön, dass du da so mitgehst. Ja, natürlich kann ich mich an die Szene erinnern. Also es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich über fast allen Szenen, die ich mit Dirk Borchert spielen darf, eine gewisse Magie liegt. Das ist einfach ein unfassbar wundervoller Mensch und toller Schauspieler. Und aufgeladen sind die Szenen sowieso, weil es ist eben Noras Ex, zu dem es immer noch eine gewisse Liebe gibt in beide Richtungen, aber irgendwie auch eine verkackte Vergangenheit, um es mal so auszudrücken. Und irgendwie stehen wir voreinander und können miteinander spielen. Und dann entsteht sowas wie in diesem Fahrstuhl. Ja, das Leben ist eine Katastrophe. Und wer jetzt neugierig ist, der geht in die ARD-Mediathek und schaut rein. Ich verrate euch nicht, in welchem der 9 Filme es drin ist. Ihr guckt einfach alle und werdet sie entdecken. Wir sprechen gleich noch über Praxis mit Mehrblick weiter. Erstmal springen wir zurück in das wahrscheinlich entscheidendste Jahr deiner Karriere. 2004.
ZDF hat die erste deutschsprachige Telenovela auf den Bildschirm gebracht. Bianca, Wege zum Glück. Viele werden sich erinnern, weil es war krass. 224 Folgen warst du Bianca. Und ich glaube, das war eine Höllenarbeit. Das war, ehrlich gesagt, wirklich vollkommen verrückt. Als ich dafür angefragt worden bin, habe ich mich erstmal erkundigt, okay, Leute, erklärt mir mal, also in welchem Drehzeitraum dreht man denn? Und dann wurde mir gesagt, wir machen 5 Folgen pro Woche à 42 Minuten. Und dann habe ich die wirklich mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, okay, da bin ich gespannt, welche Idiotin euch das spielt. Weil das ist verrückt. Das ist eine, also wir drehen bei Praxis mit Mehrblick an krassen Tagen 6,5 bis 7 Minuten sendefähiges Material. Und da waren es an jedem Tag 42. Das kann ich vorbereiten, wenn ich die Bücher habe. Ich kann nicht 224 Bücher vorbereiten. Ich hatte im Durchschnitt 17 Szenen am Tag. Das ist wirklich krass. Ich saß abends im Auto zurück, also ich bin gefahren worden, ich hatte eine zauberhafte Fahrerin, habe das Licht angemacht und den Text für den nächsten Tag gelernt. Und morgens um 6 hin wieder Text gelernt. Ich habe nur noch Text gelernt. Aber irgendwie wollte ich es wissen. Aus so einem sportlichen Ehrgeiz dachte ich, ich versuche das. Und dann hing ich drin. Und es war so krass, das war das erste Mal, glaube ich, dass bei einer deutschen Serienproduktion diese Schlagzahl gemacht wurde. Mittlerweile ist das leider sehr üblich geworden, dass gerne massiv viel gedreht wird und dabei nicht so wirklich auf andere Sachen geachtet wird. Und ihr habt bei Praxis mit Mehrblick ja das Glück, dass ihr das anders macht. Sag mal, kann es sein, dass dich die Schauspielerei vom elterlichen Reisebüro gerettet hat? Das ist auch schön ausgedrückt. Auf eine Art, ja. Tatsächlich. Ich bin... Ich habe an einer Schule gespielt, Theater AG, später an freien Theatergruppen und hatte aber gar nicht richtig auf dem Schirm, dass das ein Beruf ist. Also, dass man sich dazu ausbilden lassen kann, dass man damit Geld verdient. Und war schon bei der Industrie- und Handelskammer angemeldet. Das war klar, ich übernehme zusammen mit meiner Schwester das Reisebüro. Und dann ging es los mit nicht mehr so gut schlafen und irgendwie so ein Magendruck, aber gar nicht jetzt bewusst gedacht, mag es mit meiner Zukunft und meiner Berufswahl zusammenhängen, sondern das war so klar, das ist ein Familienbetrieb, es ging zu Hause immer um dieses Reisebüro, mein Papa hat es übernommen von seinem Papa, es war klar, die Mädchen vom Papa übernehmen es dann und es war ein Riesenschritt, meinem Vater zu sagen, oh, ich glaube, das ist nicht mein Weg. Und es weiß ich auch wirklich noch, nachts in sein Arbeitszimmer, gesagt, Papa, ich muss mal mit dir reden. Und er hat mich dann aber wahnsinnig unterstützt. Und war dann auch sehr stolz, glaube ich, zu wissen. Dann hast du einen sehr guten Papa gehabt und das freut mich, dass er dich unterstützt hat. Ja, mein Papa war toll. Mein Papa war ganz, ganz toll. Sehr, gerade sehr pflichtbewusst und ich sehr geliebt, meinen Papa. 2020 bis 2023. Ja, Fritzi, der Himmel muss warten. Ich glaube, jeder, der eine Folge davon gesehen hat, kann sich an diese Serie sehr gut erinnern. Und du hast die Hauptrolle gespielt und es war eine an Brustkrebs erkrankte Lehrerin. 3 Staffeln und das lief parallel zu Praxis mit Mehrblicken. Hattest du noch viel Freizeit in diesen Jahren? Ja, das waren verrückte 4 Jahre. Also wir haben sogar 4 Staffeln Fritzi drehen dürfen, muss man ja auch sagen. Und ich hab den Winter über Fritzi gedreht und Frühling, Sommer Praxis mit Mehrblick. Und ich glaube, mehr kann man sich als Schauspielerin eigentlich nicht wünschen. Das waren 4 wahnsinnig erfüllte Jahre. Und ich hatte jetzt diesen Winter aber frei nach, ich würde wirklich sagen, 8 Jahren durcharbeiten. Und habe erst in dem Moment, als ich wirklich frei hatte, gemerkt, wie K.O. ich war. Und ich glaube, das ist ein Großteil auch, geht das Richtung Fritzi. Weil das waren schon Dreharbeiten, die ganz besonders und unglaublich toll waren. Aber natürlich allein durch das Thema eine gewisse Schwere haben, ne? Und eine Emotionalität, die man dann vielleicht meint, so wegzustecken, es aber dann aber doch nicht ganz so kann. Hättest du beim Dreh von Staffel 1 gedacht, dass ihr 4 Jahre macht? Niemals. Niemals. Ich glaube, das hat keiner von uns gedacht. Ich habe damals das Drehbuch bekommen und war eingeladen zum Casting und habe gedacht, das muss ich kriegen. Ich weiß genau, wie ich das spielen will. Und das ist... Man hat ja manchmal so ein Gefühl und denkt, ja, ich weiß, oh, gerne, würde ich gerne machen. Aber das war so, nee, lass es mich bitte machen. Ich weiß genau, wie das gehört. So. Und dann habe ich diese Rolle bekommen und ich habe überhaupt nicht über eine zweite Staffel nachgedacht. Ich war einfach nur glücklich über überhaupt die Möglichkeit, diese erste spielen zu dürfen. Und dann 4 ist ein Traum, na klar. Und energetisch, was war anstrengender, Bianca oder Fritzi? Ui, das ist eine gute Frage. Bianca.
weil es einfach über dieses ganze Jahr war. Und ich war auf keinem Geburtstag mehr. Ich habe die Wochenenden durchgelernt. Man muss sich das ja so vorstellen. Es ist Freitagabend und für alle anderen Menschen ist Wochenende. Aber wir sind alle mit 5 Büchern à 42 Minuten nach Hause gekommen, die man im besten Fall am Montag kann, weil viel Zeit ist nicht um... Also eigentlich gibt es nur das Wochenende, um diese Bücher wirklich vorzubereiten, weil die Drehtage selber waren lang. Deshalb war Bianca eine super Schule und wahnsinnig tolle Kollegen und Kolleginnen auch. Ich möchte dieses Jahr auf keinen Fall missen, aber es war mit Sicherheit anstrengender als Fritzi. Dann kann ich nur hoffen, dass du danach einfach finanziell 5 Jahre gar nicht arbeiten musstest und dich erholen konntest. Nicht ganz. Was kannst du uns denn über die Zukunft von Praxis mit Mehrblick sagen? Also du hast ja schon gesagt, 2 neue Filme werden gedreht. Ist das so ein Ding, bei dem die ARD gesagt hat, kommt, da ziehen wir 5 bis 10 Jahre noch durch? Oder ist das jedes Mal schauen, wie die Quoten ist, bisschen Daumen drücken auch? Also es ist nicht, macht man noch 10 Jahre, so ist es nicht. Aber wir haben durchaus eine gewisse Planungssicherheit, was ganz, ganz wundervoll ist und auch wirklich sehr, sehr selten. Das ist uns, glaube ich, auch allen klar. Also wir planen schon die nächsten 4 Folgen fürs Jahr 25 und machen jetzt nach Ostern 2 und dann nach den Sommerferien nochmal 2. Und also wenn die Quoten einkrachen, dann wird es Gespräche geben. Ansonsten gehen wir davon aus, dass wir auch im Jahr 25 4 Folgen drehen dürfen. Kannst du uns noch verraten, ob wir dich vielleicht woanders sehen, Tanja? Hast du vielleicht irgendwas schon abgedreht oder steht an, was du verraten darfst? Das darf ich verraten. Es gibt keinen Sendetermin, aber ich habe für die ARD einen Krimi gedreht und hatte unfassbar viel Spaß. Das ist eine Frau, alleinerziehend Mutter von einer 27-jährigen Tochter, die im Bundestag arbeitet als Mitarbeiterin. Und da in einen Skandal gerät. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und irgendwann habe ich auch eine Eisenstange in der Hand und versuche, meine entführte Tochter zu befreien. Und es war super wohltuend, mal so ein Genre zu bedienen. Und beim Vorspann kommt dein Name recht schnell oder kommt der weiter hinten? Hauptrolle. Bevor wir diesen spannenden Film sehen können, geht's jetzt erstmal ab in die ARD-Mediathek. Dort gibt es 4 neue Filme, Praxis mit Mehrblick und dabei das Jubiläum, der 20. Film, und da geht's sehr zur Sache, das kann ich euch sagen. Und sie spielt die Hauptrolle, die Nora, und ich freue mich, dass sie heute da war. Tanja Wethorn in der Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, es war sehr schön. Dankeschön, das freut mich sehr. Und du hast jetzt noch eine tolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, Tanja, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Tanja Wethorn. Bis dann. Ihr Lieben, seid gut zueinander und freundlich und zugewandt und hört euch zu und seid füreinander da.